Moin Moin Freunde, hallo Rennsportfans und YouTube-Community, ich bin der Smarty und begrüße euch zu einem weiteren Project Cars Videos auf SmartyCraft. Ihr seht hier die Xbox One Version und heutiges Thema ist manuelles Schalten oder automatisches Schalten. Dazu ein paar Tipps zu Reifendruck und ein paar kleinen Geschichten, wie ihr eure Settings verbessern könnt. Ich habe im letzten Video Crash Test 1 kurz erklärt, dass ich mit den Setups noch ein bisschen warte, denn es ist ja ein großes Patch angekündigt worden, wo auch die Gamepad-Steuerung und überarbeitet werden sollen und dementsprechend halte ich es für ziemlich Quatsch, euch etwas zu zeigen, was sich wahrscheinlich in ein paar Tagen sowieso nochmals ändert. Aber ich hatte eben, um jetzt auch aufgrund dieses Videos zu kommen, und einen schönen Gruß an meine Minecraft-Community ganz schnell noch. Ich wollte heute eigentlich ein weiteres Minecraft-Video veröffentlichen. Kommt morgen. Ich hatte das schon fertig, aber packe ich morgen rein, denn dieses Thema wird sehr interessant und wird, glaube ich, auch in der Project Cars-Community für einigen Wirbel sorgen. Erster Fail des Tages. Also ich vertone das hier alles komplett live in einem durch, denn ich weiß nicht, wie lang dieses Video wird. Ich habe einen, um das nochmal zum Einstieg zu machen, einen Comment bekommen, und zwar mit einer Frage eines Abonnenten, warum ich denn nicht mit automatischem Kuppeln oder automatischer Schaltung fahren würde, warum ich denn manuell kuppeln würde, denn das automatisch wäre doch schneller. Das ist jetzt für jeden, der ein bisschen Rennsportsimulation sich auskennt, natürlich eine lustige Frage. Da merkt man eigentlich normalerweise, okay, das ist wahrscheinlich jemand, der ist noch nicht so lange dabei, der fährt mit Automatik. Denn manuelles Schalten ist grundsätzlich eigentlich logischerweise immer schneller, denn die Automatik weiß ja nicht, wo man auf der Strecke ist. Die schaltet mal kurz am Berg noch hoch, wenn man eigentlich schon kurz eine Sekunde später wieder bremsen will. Es gibt unnötige Schaltvorgänge. Man kann die Motorbremse nicht so effektiv beim Abbremsen einsetzen, wenn man schaltet. All das führt zu einem Rundenzeitverlust von einer Sekunde, anderthalb, wenn wir jetzt mal Forza 4, 5 als Vorgabe bei einem Grand Prix-Kurs nehmen. Ich möchte jetzt hier in diesem Live-Gameplay euch auch nochmal ganz kurz vorab, damit ihr auch seht, das wird alles in einem durch bei mir aufgenommen. Ich will hier nichts tricksen. Ich schalte hier nochmal die Ideallinie für dieses Video ein, damit wir gleich einen besseren Vergleich haben. Ich habe also diesen Kommentar gesehen. Steuerung zeige ich auch nochmal hier ganz kurz. Automatik, Getriebe, manuell. Das haben wir hier jetzt bitte als erstes einmal kurz von den Einstellungen. Und ich habe also diesen Kommentar bekommen und dachte, ja gut, warum schreibt er das? Wird wahrscheinlich jemand sein, der noch nicht so lange spielt. Aber hey, Smarty, du bist ja noch nie mit Automatik hier gefahren. Guck's dir doch mal an. Und das ist jetzt gerade so von einer halben Stunde, eine Stunde passiert. Und seitdem grübele ich. Und dieses Grübeln gebe ich an euch jetzt weiter. Ich habe mich für Oaten Park Fosters für diesen Test entschlossen. Denn es ist ein kleiner Kurs. Ich zeige dir mal ganz kurz so bei der Auswahl. Gefiel mir, dass es ein relativ runder Kurs ist. Eine Minute, gerade 2 Kilometer, 5 Kurven. Also nicht viel Gedöns. Es geht ja ums Schalten und den Unterschied zu zeigen. Und fand den hier ganz gut dafür geeignet. Und wir fahren jetzt in diesem Video, ist mein Plan, einfach mal 1-Minuten-Kurs, okay. Lass uns mal 6, 7, 8 Runden ganz locker fahren. Gar nicht jetzt mit Messer zwischen den Zähnen. Ich will einfach mal so eine Durchschnittszeit hinbrettern. Mal gucken, ob ich eine zufriedenstellende Runde hinkriege. Und danach möchte ich das Gleiche mit euch mit Automatik machen. Mir ist auf Oaten Park Fosters was Lustiges übrigens passiert. Der vordere rechte Reifen bleibt kalt und der hintere linke wird zu heiß. Und da ich oft schon Fragen wegen Reifendruck von euch bekommen habe, packe ich das übrigens als kleinen Tipp und Tricks jetzt hier gleich nochmal ins Video und werde dazu auch noch was verlieren. Wie gesagt, ich gehe nochmal auf Tuning Setup und hier stelle ich alles zurück. Das Einzige, was ich jetzt runterstelle, ist... Das stelle ich mal auf 40 Liter, ein bisschen weniger, und fahren wir einfach mal ein paar Runden raus. Standard-Setup, nichts verändert, Rennlinie an. Nicht mit Messern zwischen Zähnen, einfach runden Rennverlauf mal hinkriegen. Und dann wollen wir mal sehen, was wir hier, das ist übrigens der Ruf Porsche, zu mir. Ich bin momentan gar nicht mal so begeistert von meiner durchschnittlichen Performance hier in dem Game. Also ich finde, dass ich ein bisschen langsam momentan bin im Vergleich. Ich spiele das übrigens wie immer natürlich mit dem Gamepad. Alle, die mich hier kennen, wissen das. Wenn ihr zufällig zum ersten Mal jetzt auf SmartyCraft seid, könnt ihr euch auch, und ihr habt noch Probleme mit dem Gamepad, da ein paar Videos von mir anschauen, die ich da veröffentlicht habe, um euch so ein bisschen dazu helfen. Aber jetzt erstmal eine Bewertung meines aktuellen fahrerischen Könnens. Es geht so, finde ich. Ich werde auch gleich im Video ein bisschen ruhiger werden und da es eine komplette Live-Vertonung und keine Nachvertonung ist, mich wirklich ein bisschen auf das Fahren konzentrieren und auf das Schalten jetzt erstmal konzentrieren hier. Wie gesagt, ein schöner kleiner Kurs, sehr rund.
Wir gucken nachher zwischendurch auf den Reifendruck und gucken mal, was wir da verändern können, weil da gibt es immer wieder eigentlich immer die, sag ich mal, diese zwei Meinungsfraktionen. Die einen meinen, die Reifen wären zu heiß, ich muss den Luftdruck erhöhen. Und die anderen meinen, ich muss den Luftdruck dann senken. Ich werde euch sagen, was richtig ist im Video. Also was auf jeden Fall theoretisch richtig ist, beziehungsweise das kann ich euch jetzt hier schon mal beim Warmfahren sagen. Ich fahre hier ein bisschen warm. Also sind die Reifen zu heiß, müsst ihr den Luftdruck senken, nicht erhöhen. Es ist schon so, wenn man in der Formel 1 sieht, wie das mit dem Luftdruck ist, wie sie die Reifen erstmal auf Temperatur bringen müssen, um den richtigen Luftdruck zu kriegen. Die Luft im Reifen dehnt sich aus, das heißt, wird es zu heiß, der Reifen müsst ihr den Luftdruck denken. Manche denken dann immer, nee, dann wird ja die Auflagefläche größer, dadurch wird er doch heißer. Nein, es geht im Schwerpunkt erstmal um die Luft da drin und nicht um die Auflagefläche, das ist zweitrangig. Also werden die Reifen zu heiß, Luftdruck senken, sind die Reifen zu kalt, Luftdruck erhöhen. Und das kann man dann hier auch mal machen. Aber jetzt fahren wir erstmal hier ein paar Runden, vierter Gang, jetzt ein bisschen hier so einlenken, ein bisschen rollen lassen. Ich kommentiere jetzt mal multitaskingmäßig am besten, was ich hier tue. Dann kann ich mich auch am besten konzentrieren, ein bisschen vom Gas. Ich bin vorhin so hier im Testlauf 56er gefahren. Ah, jetzt komme ich ein bisschen raus, ruhig, nicht auf den Curbs. Ah, zweite Runde, jetzt machen wir mal ein bisschen vom Gas. Hier kann man ein bisschen rausholen, das ist auch erlaubt. Das sieht man auch an diesen zusätzlichen Auslaufflächen, die angebracht wurden. Da gab es auch schon mal die eine oder andere Multiplayer-Diskussion. Ey, bist du raus auf der Strecke? Nee, das ist... Die Strecken sind oft älter und wurden dann irgendwann der Situation angepasst. Und natürlich auch den neuen Autos angepasst. Und dann konnte man hier und da nicht umbauen. Dann hat man sich solche Tricks einfallen lassen, um den Verlauf, wie auch hier zum Beispiel, zu verbessern. Jetzt schauen wir mal auf die erste Rundenzeit. Die ist noch nichts gewesen. 58er. Okay. Runter, vierter Gang. Ja, es ist noch nicht gut. Das ist noch nicht gut. Das ist noch gar nicht gut. Erstmal warm fahren wieder, aber egal. Jetzt werde ich mal ein bisschen ruhiger hier bei vierter Gang. Rollen lassen rum. Runter, zweiter Gang, rum in die Kurve. Wieder beschleunigen, schön raus. Dritter Gang. Leicht lupfen, weiter. Kann man auch wahrscheinlich mit Vollgas, wenn ich ein bisschen besser treffe. Also wie gesagt, zu meinem fahrerischen Können, das ist jetzt gar nicht mal momentan so, dass ich damit selbst zufrieden bin. Also, das ist hier keine Bewertung auf hohem Niveau, aber ich denke mir immer, der Schlechteste bin ich jetzt auch nicht, wie ihr auch in allen anderen Videos gesehen habt. Nur wollte ich euch ehrlich so meinen aktuellen Zwischenstand sagen. Es gibt schon ein paar, die auch im Pad. Ich frage auch immer nach, wenn einer mich wirklich so richtig abhängt. Gestern gab es so eine Situation, da muss ich auch fragen, dann hörte ich auch, ja, er fährt mit Lenkrad, aber hat mich dann direkt beruhigt. Nein, erst seit 3 Tagen. Hat mir da so 2 Sekunden aufgebrannt auf eine Rundenzeit und war vorher mit dem Pad sogar schneller und stabiler. Und ich so, okay, also ich kann euch auch immer noch nicht sagen, was jetzt wirklich vorne liegt hier. Dazu fehlen immer noch weitere Informationen. Es hängt anscheinend auch ein bisschen vom Kurs ab, was gerade so ein bisschen dominiert. Ob das Lenkrad da gerade vorne liegt oder der Pad vorne liegt. So, jetzt wird es ja langsam ein bisschen besser. Jetzt treffe ich auch mal hier den Punkt ein bisschen genauer. Ziel ist so 7 Runden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, kurz weg. Ah, es war schlecht gefahren. Konzentrieren. Also wie gesagt, alles jetzt hier ganz normal manuell. Ich fühle mich auch wohl. Jetzt kann ich ein bisschen besser langsam rum. Ein bisschen. Die Reifen werden auch trotzdem, dass sie aufgewärmt werden, auch immer noch ein bisschen wärmer. Außerdem wird natürlich der Tank jetzt. Ah, zu weit raus. Egal, mal sehen, was für eine Rundenzeit jetzt hier rumkommt. Eine 57 war das. Eine mittlere 57, 57,1 habe ich da oben in der 8, 59,1. Was steht da oben rechts? Konzentrier dich mal, Smarty. Das geht schon etwas schneller, aber irgendwie fahre ich gerade. Das ist typisch Video, echt Vorführeffekt, wenn man ohne Video fährt. Na gut, die Kurve war jetzt mal gut genommen. Die einzige Kurve, die ich aber gut nehme. Kann ich aber erwähnen, war wieder ein bisschen zu lang. Ich werde die Überraschung oder Spoiler, was hier gleich passiert, aber erstmal konzentrieren, sonst ist der Vergleich einfach nicht passend. Aber wie gesagt, ich habe auch von vornherein gesagt, weil ich weiß, dass wenn ich kommentiere und fahre, bin ich weitaus langsamer, als wenn ich mich einfach konzentriere. Deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich direkt sage, ich fahre hier jetzt nicht mit Messer zwischen Zähnen, sondern ich versuche einfach mal gleichmäßige Runden hinzukriegen. Und mich irgendwo mal so auf die Zeiten wie vorhin, als ich das zum ersten Mal probiert habe, einzupendeln. Ein bisschen rollen lassen müssen. Ja.
Da hätte ich auch wieder weiter ausholen können in der Kurve. Und da sind wir ganz gut. Ja, diese. Jetzt ein bisschen mehr Gas hier. Ja, ja, das ist so dieses langsam auch zurechtfinden. Vielleicht hilft euch auch so ein bisschen so. Da achte ich jetzt einfach immer wieder auf die einzelnen Stellen, wo ich mir einfach denke, okay, das ging besser. Hier hat man auch eine weitere Ausdauer. Hier komme ich zu weit raus, hier komme ich zu weit raus, hier komme ich zu weit raus. Mein Gott, ist das wieder ein Durchschnittsding hier gerade. Aber ganz gut da jetzt mal rumgekommen. 53, 54. Ne, 56,5. Ja gut, das ist doch schon mal ganz okay. Das war so eine Rundenzeit, die ich auch vorhin gefahren bin in der ganzen Geschichte. Machen wir nochmal eine letzte Runde, gucken wir nochmal ein bisschen anders, ein bisschen herrollen lassen, dann komme ich ein bisschen. Ah, geht er mir von der Zeit weg. Ja, kürzt er ab. 32.000. Gut, brechen wir jetzt hier ab. Das war eine gute Durchschnittszeit. Wir haben eine 56,2 jetzt mal gefahren. Da geht bestimmt, ach, da geht noch ein, zwei Sekunden locker. Die Bestzeit liegt, glaube ich, irgendwo mit dem idealen Auto bei 51 oder 52 Sekunden. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht einfach darum, dass ich jetzt einfach mal einen Vergleich gebe. Ich verlasse jetzt hier die Sitzung auch live mit euch. Einfach mal 7 Runden gefahren. Und jetzt kommen wir auf das automatische Kuppeln zurück. Jetzt würde ich normalerweise sagen, okay, auf dieser Rundenzeit ist eine halbe Sekunde langsamer, eine Dreiviertelsekunde langsamer. Absolut okay und ist in Ordnung. Aber was mir einfach, um jetzt den Spoiler vorweg zu machen, ich fahre mit automatischer Kupplung, und das werde ich euch jetzt beweisen, eigentlich fast gleich schnell. Und das hat mich eigentlich ein bisschen mehr als überrascht. Jetzt gucken wir mal, wo hatten wir es? Nee, das ist nicht hier, es ist unter Steuerung. Jetzt schalten wir mal auf Automatik, wie ihr live sehen könnt. Und da bin ich mal gespannt, wenn ihr es ausprobiert. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen. Ihr werdet sagen, der Smarty spinnt. Aber lasst uns bitte einfach fahren. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob ich vielleicht ob die Automatik besser schaltet, aber sie scheint einfach, um einfach auf den Punkt zu kommen. Und deswegen zeige ich euch auch heute direkt das Video, auch gerade an alle Anfänger da draußen, die mit Project Cars starten und ein bisschen Sorge haben, dass sie eben mit Automatik deutlich hinterherhinken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht. Ich halte diese Automatik, Spoiler, Spoiler, für die wohl beste Rennsportautomatik, mit der ich bis jetzt gefahren bin. Ich werde auch am Wochenende mal wieder ein Bug-Video reinklingen. Natürlich gibt es auch Bugs und Sachen, die mich über dieses Spiel aufregen. Ich werde auch hier vorab, damit es nicht heißt, ich habe irgendwas verändert, in einem durch den Tank auf 40 Liter anpassen. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, ich kann entspannter fahren mit der Automatik und bin gleich schnell, um es noch deutlicher und noch krasser zu formulieren. Und ich bitte euch, es mal zu testen, gerade die Leute, die jetzt lachen, die genauso wie ich eigentlich über Automatik schmunzeln. Ich fahre einfach wieder drauf los und jetzt, ich gehe einfach hier vom Gas. Ich kann auch viel entspannter fahren, das werdet ihr vielleicht jetzt auch gleich mal in den Kommentaren merken. Und wir gucken aber, dass natürlich entspannteres Fahren, hier gehe ich auch nur vom Gas, einfach wieder aufs Gas. Es ist viel entspannter. Es ist natürlich, Gottes Willen, ich werde mit hoher Sicherheit, glaube ich, immer noch, dass das Anbremsen und so weiter vom persönlichen Fahrgefühl mir, bleibe ich der Auto, ah, da komme ich auch ein bisschen quer, erste Runde, ah, wieder gefangen, dank einer Gamepad-Einstellungen, Selbstbeweihrauchung, aber es ist einfach überraschend gut, weil wenn ich jetzt mal Forza dagegen sehe, da merkt man das pro Runde, und es war, Forza war für mich auch immer das erste Rennsportspiel, wo wirklich ich angefangen habe, manuell auch mit dem Pad zu kuppeln. Und seitdem habe ich auch wiederum kein anderes Spiel. Also jedes Rallye-Spiel, jedes Formel-1-Rennspiel fährt der Smarty, ganz ehrlich, mit Automatik. Also da bin ich auch gar keiner, der jetzt irgendwie übertreibt oder irgendwo hier sich falsche Lorbeeren ernten möchte. Nein, 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 das tue ich nicht. Aber so bei den Rennsport-Sims hat man doch den Unterschied deutlich gemerkt. Hier ist es zum ersten Mal so, dass ich wirklich seit gestern, wo ich das gehört habe und gestern Nacht ganz zum Ende, ich war eigentlich schon müde, wir hatten eine echt geile Multiplayer-Runde, da werde ich euch auch nochmal in Kürze nochmal ein geiles Bruno-Rennen zeigen, das war echt schön. Ich habe auch vor, euch alle Rennstrecken in den Setups und Sachen nach und nach hier, also Project Cars wird eine lange, lange Serie, also mindestens bis Forza 6 kommt, vielleicht wird Forza 6 besser, da muss man zwar mal wieder sehen, ob ich dann wechsle, aber ich plane eine sehr lange Videoserie mit Project Cars. Habt da auch schon in Zukunft, da kann ich euch versprechen, einige neue Kontakte aufgebaut. Wir werden also in Zukunft da, hier auch auf Smartycraft, euch noch einiges liefern.
Das war die letzte Runde, auch eine 6. Ne, ich habe es noch nicht gesehen. Gucken wir jetzt mal drauf. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen kurz. Es ist so entspannt zu fahren. Mal ein bisschen bremsen, jetzt kann ich ein bisschen quer, ein bisschen runter. Aber es geht gut, es geht gut. Jetzt, okay, da habt ihr es gemerkt, da war mal kurz der erste noch drin. Da merkt man die Automatik. Kurz gelüftet. Der Wagen verhält sich toll. Sie schaltet schnell zurück. Sie schaltet anscheinend immer ideal hoch. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass man eben hier, wenn man selbst fährt, doch öfters mal an den Drehzahlbegrenzer, gerade in der GT3-Klasse wahrscheinlich kommt. Und dann natürlich auch wieder ein bisschen Zeit liegen lässt. Das könnte eine Begründung sein für mich. Ich habe hier übrigens überall schon die fast gleichen Bremspunkte gewählt. Jetzt. Und das geht jetzt hier auch alles viel entspannter. Wo sind wir denn? 52, 53, 54, 55, 56er 5. Gleich schnell wie gerade. Da seht ihr es. Und ich bin in der dritten Runde. Es fährt sich super. Es macht Spaß. Jetzt ohne Quatsch. Also vielleicht werden jetzt die eine oder andere Hardcore-Rennsprint jetzt lachen oder sagen, aber ich bin schneller. Ich fasse es nicht. Es ist, und er verhält sich cool. Es macht trotzdem noch irgendwo Spaß, die Karre über die Rennstrecke zu bewegen. Jetzt ganz leicht mal nur gelüpft, noch ein bisschen schneller um die Kurve rum. Und ich kann mich sogar noch viel mehr, also auch von der reinen Motorik her, dadurch, dass ich natürlich jetzt nicht mehr schalten muss, kann ich mich auch, sag ich mal, meine Finger ein bisschen... Ah, jetzt komme ich ab. Aber das war eine 6, 5 Zehntel nochmal schneller. Also das jetzt mal hier ganz kurz, einfach auch für die Anfänger als erstes. Was ist das? Ich breche ab. Das reicht. Das reicht. Mehr muss ich gar nicht sagen. Das reicht einfach als Information. Jetzt, ach so. Ganz kurz nochmal, wie vorhin gesagt, der Reifendruck hat sich hier nicht verändert. Aber habt ihr die Situation, ich gehe mal zurück in die Box, das hatte ich versprochen, unter Tuning Setup. Also, nochmals zur Erklärung. Einfach der Luftgemisch im Reifen, das erwärmt sich. Wenn sich das erwärmt, dehnt sich der Reifen aus. Und das ist ein Problem. Das heißt, wenn ihr also in der Form ein Problem damit habt, dann müsst ihr einfach den Luftdruck senken. Es gibt zwar eine größere Auflagefläche, was sogar gar kein Nachteil ist, aber die größere Auflagefläche führt auch dazu, dass ihr natürlich eine höhere Reifenabnutzung habt. Das einmal zu dem Punkt zum Reifendruck. Noch eine andere Geschichte, die auch ganz süß ist, auf die ich in späteren Videos eingehen werde. Anscheinend ist auch die Geschichten hier mit Bremskühlschächten oder beziehungsweise auch an dem Punkt, da werden wir uns neben dem ganzen Federwerk und Differentialen hier auch mal über den Kühler beschäftigen müssen. Es ist uns auf der Nordschleife aufgefallen, dank an den Seppel 123, 1256, dem ist aufgefallen, dass er auf der zweiten und dritten Runde in der Nordschleife auf der langen Strecke auf einmal Dottinger Höhe 6, 8, 10 Stundenkilometer langsam in der Spitze war, wenn der Motor etwas wärmer geworden ist. Interessant. Interessant von Simulation, das wäre wieder ein riesen Daumen hoch an Slightly Match. Stimmt das? Werden wir überprüfen. Aber grundsätzlich Automatik manuell. Ich bin mal gespannt, wie eure Reaktionen auf dieses Video werden. Minecraft-Community, bitte, bitte nicht böse sein. Morgen kommt euer nächstes Video, neue Autos und alle möglichen Autos auf meinen Maps. In dem Sinn bedanke ich mich. Einen schönen Tag, alles Gute. Man sieht und hört sich online. Euer Smarty von Smartycraft. Tschüss.